Zuseherinnen, liebe Zuseher, reges Verkehrsaufkommen hier auf der Forststraße, aber durchaus verständlich. Ein wunderschöner Tag, ich würde sagen so zwischen 10 und 15 Grad. Es ist doch sehr kühl, sehr frisch, aber in der Sonne natürlich unglaublich angenehm. Den Wind werdet ihr wahrscheinlich auch hören, lässt sich nicht vermeiden. Ich muss nur aufpassen, hier haben wir wieder Schlaglöcher. Und ich kann eben nur mit der linken Hand die linke Schaltgruppe, also das heißt kleines, mittleres und großes Übersetzungsrad schalten. Also an der Tretkurbel vorne die drei Räder. Ja, sehr schön, sehr angenehm die Strecke. Früher bin ich hier sehr gern mit dem Mountainbike gefahren. Und im Sommer sehr staubig und natürlich wie ein Trottel mit voller Pulle, logisch. Aber das erspare ich mir alles. Die Zeiten sind vorbei. Das würde bedeuten, dass das nächste... Ja, ich habe jetzt die Orientierung ein bisschen verloren. Na... Ich weiß nur, linker Hand ist diese riesengroße alte Föhre. Bei der habe ich damals immer meinen Zwischenstopp gemacht, weil ich dann doch sehr verschwitzt gewesen bin. Wir haben hier im Bezirk einige Riesenföhren und das ist halt die momentan am leichtesten zu erreichende. Kurz zurückgeschaltet. Also das sind unsere Zwerg-Mammutbäume. Ich würde sagen um die 15 Meter hoch. Im Sommer war es halt ganz schön wichtig wegen dem Schatten. Der Schatten bei plus 30, 35 Grad, das hat schon was. Aha, ein Bildstock, Mattel. Wir sind von hier gekommen und das ist diese traumhaft schöne, riesige Föhre. War immer sehr angenehm, wenn ich hier im Koma vom Fahrrad gefallen bin und verzweifelt noch versucht habe, aus der Trinkflasche ein paar Tröpfchen raus zu quetschen. Aber das Problem haben wir jetzt nicht mehr. Okay, das nennt sich sinnigerweise Rastplatz Seewiese. Gut, hier noch einmal, ah nein, das ist wieder was anderes. Höllensteinhaus, also das ist es hier nur im kleinen Langenberg. Das kommt von Lango, keltisch, das ist der Sumpf, also da kommt auch Linz. Lenz, Lunz am See und so weiter, Lango Lentus. Daher kommt auch der Monat Lenz, der März, was nur Sumpf meint. Gut, ich höre schon wieder Stimmen. Aus Datenschutzgründen muss ich sofort ausdrehen, weil ihr wisst ja, unser Innenminister ist brandgefährlich. Er macht ja mit Vorliebe Hausdurchsuchungen bei Meinungsverbrechern. Ende.